Servus ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und zwar dachte ich mir, wir reiten die Hypewelle zu Power of the Elements bis zum Ende und schauen uns heute mal die besten Karten aus Power of the Elements an und gerade auch speziell, welche Karten man sich direkt zu Release vielleicht kaufen sollte oder wo man sagt, okay, die Karten aus dem Set sind überhaupt gut, weil dieses Set hat es auf jeden Fall in sich. Es ist ein sehr, sehr gutes Hauptset. Vielleicht auf jeden Fall auch das beste Produkt, was wir dieses Jahr bekommen, zumindest wenn wir so von den Meta-Changes ausgehen. Und ja, schreibt mir dazu eure Meinung zu den heutigen genannten Karten gerne mal in die Kommentare. Und keine Sorge, wir werden nicht nur teure Karten behandeln. Es sind Super Rares dabei, es sind Commons dabei, es sind natürlich auch Secret Rares dabei. Also ich denke, für jedermann wird hier irgendwas zu finden sein. Und falls ich irgendwas vergessen haben sollte, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ganz wichtig, wer noch nicht am Gewinnspiel zu Power of the Elements teilgenommen haben sollte, verlinke ich euch jetzt hier an dieser Stelle nochmal. Da könnt ihr ein Display gewinnen. Und insgesamt ist ja das auch schon ein Opening, was ihr na, einfach schon ein bisschen früher sehen könnt. Däumchen nach oben, würde ich mich auch riesig drüber freuen. Und ja, ich würde sagen, starten wir mit der ersten Karte für heute. Und da wären wir auch schon direkt mit der ersten Karte. Und ich befinde mich auf der Plattform Card Cluster. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Denn aktuell gibt es natürlich noch keine richtigen Grafiken von den ganzen Karten, da dieses Produkt ja offiziell noch nicht draußen ist. Deswegen ist das natürlich aktuell unsere beste Adresse. Und wie gesagt, wenn ihr das nochmal in Ruhe nachschauen wollt, ist der Link von dieser Website unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch durch alle Karten im Nachhinein nochmal durchklicken. Und ja, wir starten hier mit Scareclaw Lightheart. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Link 1 Monster. Denn dieses Scareclaw-Thema ist generell ein Thema, was man sowieso schon nicht unterschätzen sollte. Und dadurch, dass die jetzt hier einfach auch ein Link 1 Monster bekommen, ist da vielleicht auch in der Zukunft ein bisschen was möglich. Sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und vor allem, was man, denke ich, auch nicht unterschätzen sollte, ist, dass man theoretisch mit Tri-Brigade hier drin Sachen machen kann. Denn diese Karte ist beschwörbar, wie alle anderen Ungeheuer-Krieger oder was es da nicht alles gibt von Tri-Brigade, wie jedes andere Link-Monster. Das heißt, ihr braucht nur ein Monster im Friedhof und schon ist diese Karte hier theoretisch beschwörbar. Ob das am Ende dann tatsächlich so gespielt werden wird, kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall denke ich, wird es irgendwelche wilden Kombinationen aus Scareclaw, Tri-Brigade geben, wo sich die Leute das sicherlich anschauen werden. Deswegen sollte man auf diese Karte sicherlich mal ein Auge werfen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, da das eben das Ultra-Rare werden wird aus dem neuen Hauptset, dass die sonderlich teuer wird, weil am Anfang sind wirklich andere Karten erstmal priorisiert für die meisten Spieler da draußen. Deswegen sicherlich eine Karte, da sollte man vielleicht ein, zwei Wochen warten und dann zuschlagen, aber da werden wir wahrscheinlich in den Market Watch auch nochmal drüber sprechen. Und dann haben wir auch direkt die nächste Ultra Rare. Und die gibt es ja mittlerweile auch schon, oder hier zumindest als halbwegs ansehnliche Grafik. Und zwar ist das Garura Wings of Resonate Live. Und das ist so ein bisschen das letzte Puzzleteil, was noch bei diesen Fusionsmonstern gefehlt hat. Ist ja irgendwie so das Gegenstück zum Mud Dragon. Denn zum einen zwei Monster mit denselben Typ und Attribut ist auf jeden Fall ein wirklich interessantes Super-Poly-Target. Allerdings muss man sagen, müssen die natürlich unterschiedliche Namen haben, ne? Aber ich glaube, das ist selbsterklärend. Ich mal ein bisschen mitlesen könnt ihr auch. Und generell muss man auch hier noch zu sagen, wenn die Karte ja auf den Friedhof gesendet wird durch einen Karteneffekt, dann dürft ihr zusätzlich nochmal eine Karte ziehen. Und wir wissen ja, dass in diesem neuen Hauptset ist eine Karte drin namens Artemid Slay. Kommen wir später auch noch dazu. Mit der können wir unter anderem hier direkt diesen Kerl in den Friedhof senden, können dann bei Tier-Elements die Winder outen und gleichzeitig noch eine Karte ziehen. Und es gibt auch noch viele weitere Karten, Hashtag Nadir Servant, der diese Karte hier letztendlich abusen kann. Also ich denke, das wird ein Fusionsmonster werden, was uns einige Zeit begleiten wird. Und wie gesagt, das wird eine Ultra-Rare. Und da denke ich, ist es auch wichtig, am Anfang des Sets zu schauen, wie entwickelt sich der Preis. Ich denke, das ist auch eine Karte, die man in seinen Staple-Binder mal drin haben sollte, weil, wie gesagt, wird immer mal wieder irgendwie Relevanz bekommen. Und sowieso, wenn sich Artemid Slay als Staple durchsetzt, ich denke, dann wird man über diese Karte oder immer wieder über diese Karte irgendwo stolpern. Und dann haben wir hier noch Moräne oder Moray of Avaris. Und das ist letztendlich so ein bisschen ein Trade-in für sämtliche Wasserdecks. Ob die Karte dann am Ende wirklich so gut ist, bin ich mir noch nicht so sicher. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie die Kombos am Ende aussehen und wie die Decks miteinander funktionieren. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, schlecht ist sie nicht, ne? Also ich denke, das ist eine weitere Consistency-Karte, die man in diesen Wasserdecks eben spielen kann. Man kann natürlich jetzt hier auch argumentieren und sagen, ja, Pot of Prosperity und die ganzen anderen Draw-Engines, die sind genauso generisch. Schreibt mir dazu eure Meinung gerne mal in die Kommentare, denn wegen, ja, bei der Moräne of Avaris, also Moray of Avaris,
bin ich mir tatsächlich auch noch nicht so schlüssig, was ich von der Karte halten soll, aber eine teure Karte wird es definitiv auch nicht. Vielleicht irgendwie 1-2 Euro Karte, ich glaube teurer nicht. Außer eins der Wasserdecks wird sich irgendwie metatechnisch etablieren und diese Karte spielen. Dann kann das natürlich nochmal anders aussehen, aber aktuell gehe ich da tatsächlich nicht von aus. Dann kommen wir zur nächsten Karte und zwar ist das Rika Konkon. Und das ist tatsächlich auch keine schlechte Karte und ich kann es schon mal vorwegnehmen, das wird jetzt keine sonderlich teure Karte werden, denn das ist eine Common. Das wissen wir mittlerweile schon und insgesamt ist das eine Field Spell, das heißt, das Ding ist natürlich auch suchbar auf verschiedensten Wegen und die Karte ermöglicht euch, wenn ihr ein Rika-Monster kontrolliert, dass ihr euch eins eurer Rika-Spell oder Traps direkt von eurem Deck setzen könnt. Ist auf jeden Fall schon mal ein gefährlicher Effekt, was auf jeden Fall diesem Deck schon nochmal einen Boost gibt. Und zusätzlich hat sie noch einen zweiten Effekt, und zwar, wenn ein Pflanzenmonster Tribut beschwören wird und ja irgendwie eine Rika-Karte damit beteiligt ist, dann könnt ihr stattdessen ein Monster des Gegners als Tribut anbieten. Ist jetzt nicht so krass der zweite Effekt, vielleicht kommt er manchmal zu tragen. Ich bin jetzt bei diesen Pflanzendeck-Themen nicht so mit drinne, aber vielleicht sollte man es zumindest mal gehört haben, denn wenn man irgendwann mal gegen Rika spielt oder gegen Sun Avalon, Tyrion und da diese Karte zum Beispiel reingetecht wird, dann weiß man zumindest schon mal Bescheid, was das Ganze macht. Ich will gerade nochmal gucken, ob ich euch auch keinen Quatsch erzählt habe. Once per turn, if you would tribute a bland monster you control to activate a Rika card's effect, you can tribute one face-up monster your opponent controls instead of these monsters. Also ja, im Groben stimmt es auf jeden Fall. Ich meine, ihr habt es jetzt schon mal gehört, dass die Karte sowas kann. Wie gesagt, falls ihr irgendwann mal dagegen spielt, vielleicht sagt ihr dann Kling und dann klingelt's und dann wisst ihr, okay, die können sowas. Aber insgesamt muss ich sagen, keine schlechte Supportkarte, aber wie gesagt, wird jetzt nicht sonderlich teuer. Ist halt eben eine Common. Kommen wir zur nächsten Karte und zwar ist das der gute Power Tool Dragon. Und da war ich auf jeden Fall sehr überrascht, dass diese Karte zu uns nur als ja, Super Rare kommt, weil das wird der Spielstärke der Karte irgendwie nicht so ganz gerecht, denn das ist ein Stufe 9 Synchro-Maschinenmonster, was wirklich relativ leicht beschwörbar ist. Ein Tuner plus eins Non-Tuner-Monster, also eine Karte, die man relativ leicht basteln kann und auch der Effekt dieser Karte hat es wirklich in sich, denn wenn diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, ganz wichtig, das heißt, die muss nicht Synchro beschworen werden, dann könnt ihr drei Equip-Spells mit unterschiedlichen Namen vom Deck oder Friedhof an diese Karte dran equippen und dann hat sie halt einen Quick-Effekt während der Main-Phase. Ihr könnt eine dieser Equip-Spells eben auf dem Friedhof senden und dann ein Monster auf den Spielfeld wählen, entweder die Kampfposition ändern oder eben seinen Effekt negieren. Das heißt, ihr könnt euch überlegen, was man in den meisten Fällen machen wird, und zwar wird man den Effekt negieren. Und das ist auf jeden Fall wirklich, wirklich kein schlechter Effekt. Ich meine, das Ganze ist once per turn, ist aber ein guter Negate. Das heißt aber auch, sämtliche Decks, die auf Equip-Spells angewiesen sind, die können natürlich hier auf diese Karte zurückgreifen. Auf dem ersten Drücker fällt mir da vielleicht Infernoble Knight ein. Vielleicht spielen die am Ende das Ganze oder generell Noble Knights. Ansonsten sehe ich hier auch lustige Sachen angezeigt wie Bambusschwert-Equip, vielleicht auch Morphtronic. Also es gibt tatsächlich einige Möglichkeiten, wo diese Karte am Ende Play sehen könnte. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt. Na, da gibt es vielleicht auch das ein oder andere Deck, da kann sie auch gespielt werden. Dann schreibt mir das, wie gesagt. Aber ich denke, definitiv keine schlechte Karte und auch eine Karte, ich glaube, da könnten wir in Zukunft noch ein bisschen was hören, aber ist am Ende eine Super Rare, also auch hier keine wirklich teure Karte, aber auch eine Karte, die man definitiv mal so in seinen Staple Binder für Extra Deck Monster packen kann, habe ich übrigens auch, will ich euch irgendwann auch mal zeigen, aber bisher hat es eigentlich noch nie so richtig funktioniert zeitlich, aber das holen wir auf jeden Fall irgendwann nochmal nach und dann kommen wir zur Morphtronic Telefon. Wir haben eben schon mal ganz kurz über Morphtronic gesprochen. Und diese Karte ist wirklich einfach nur dumm. Denn die Karte ist nur soft once per turn und ist vor allem gut, wenn man mehr Zugriff auf als ein Morphtronic-Telefon hat. Denn dann kann man diese Karte immer wieder loopen. Das heißt, mal angenommen, ihr beschwört Morphtronic-Telefon als Normalbeschwörung, linkt das Ganze weg in einen Linkuribo, bekommt danach noch irgendwie Zugriff auf ein weiteres Morphtronic-Telefon, dann könnt ihr den Effekt aktivieren, wirft einen Würfel, ist völlig egal, wie das Ergebnis am Ende ausgeht, Hauptsache die Karte ist in Angriffsposition und dann könnt ihr das andere aus dem Friedhof wieder als Spezialbeschwörung beschwören, dann könnt ihr das alte Monster, was ihr eben gerade benutzt habt, das heißt das Effekt aktivierte Morphtronic-Telefon, wieder weglinken, zum Beispiel in einen weiteren Linkuribo und dann könnt ihr den Effekt vom neu als Spezialbeschworenen Morphtronic-Telefon wieder aktivieren und so weiter und so fort und damit kann man ganz, ganz viele Sachen
enablen. Und wenn man mal Morphtronic Telefon oder Morphtronic FDK auf YouTube eingibt, dann kommt da unfassbar viel krankes Zeug. Müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Deswegen eine ganz, ganz gefährliche Karte. Würde ich nicht unterschätzen. Vor allem das Ding ist Stufe 1. Es gibt so viele Möglichkeiten auf Stufe 1 Zugriff. Unter anderem Machine Dupe. Also sehr gefährliche Karte und ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass sich da ein paar schlaue Köpfe ransetzen und das Ganze am Ende wieder ein FDK gibt im TCG. Fände ich nicht cool, aber was wollen wir machen? Das Ding ist jetzt bei uns draußen und vor allem, das ist eine Common, das heißt, die wird am Ende auch wieder gar nichts kosten. Zusätzlich ist er noch ein Tuner. Das heißt, wenn man irgendwie noch einen in den Friedhof bekommen möchte, ist das theoretisch natürlich über Haki Fire Packs auch möglich. Zum Glück ist der Effekt on Board dann negiert, aber theoretisch, wenn man einen in den Friedhof bekommen möchte, damit möglich. Einer von vielen Wegen, ja, aber Morphtronic Telefon, unfassbar gute Karte. Falls ihr da schon ein bisschen rumexperimentiert habt, könnt ihr mir das auch gerne mal schreiben, aber das ist echt super, super geisteskrank, was da so möglich ist. Und dann kommen wir auch direkt zur nächsten Karte, ist wieder eine Common. Ob der Name, oder ich weiß gar nicht, theoretisch könnte ich euch schon sagen, wie das Ding auf Deutsch heißt. Ich weiß es nicht, sagen wir einfach mal Kartohin, weil der Name ist ansonsten, ja, ist ja nicht so toll. Aber ist eine wirklich sehr interessante Karte, gerade auch für alle Freunde des Edemancipator-Deckthemas. Und wie ihr wisst, ist das ja auch eins meiner absoluten Lieblingsdecks. Und ich habe da so ein bisschen rumexperimentiert schon und habe schon geguckt, wie gut ist das viable, denn diese Karte hier, die könnt ihr einfach von der Hand discarden. Und dann könnt ihr in euren Spielzug zu eurer normalen Normalbeschwörung entweder ein Erde- oder ein Wassermonster zusätzlich nochmal als Normalbeschwörung beschwören. Das heißt, für sämtliche Erdendecks oder für Wasserdecks enable diese Karte eine weitere Normalbeschwörung, was gerade für Edemancipator wirklich sehr, sehr gut sein kann. Wenn ihr zum Beispiel den Kerakumero Guardian normelt, dann könnt ihr danach einfach noch was anderes normeln und damit in eure Combo starten und gleichzeitig Handtrap-approved sein. Also das ist wirklich, wirklich interessant und gleichzeitig hat sie halt auch noch einen guten, ja, Extender-Effekt im Friedhof, denn wenn man ein Erdenmonster oder ich glaube war es Erdenmonster, doch genau, wenn man Erde und Wasser gleichzeitig kontrollieren sollte, dann kann man diese Karte aus dem Friedhof als Spezialbeschwörung beschwören, das heißt, die enabled eine zusätzliche Normalbeschwörung und kann gleichzeitig dann auch nochmal als Spezialbeschwörung beschworen werden. Und gerade wenn ihr Edemancipator ein bisschen kennt, die werden in jedem Fall Wasser und Erde aufs Spielfeld bekommen. Haki Fireplex, Dragit, unter anderem nur ein paar Beispiele an Wassermonstern und Erdetargets gibt es ja dann wirklich genug. Also wirklich sehr interessante Karte, wird übrigens auch eine Kammer, das heißt auch keine teure Karte. Aber das sind wirklich so Karten, die laufen so ein bisschen unter dem Radar aktuell, weil so unfassbar viel gutes Zeug da drin ist, dass man gar nicht so sehr darauf achtet. Deswegen wollte ich euch das auf jeden Fall nochmal mit auf den Weg geben. Und ja, Exorcista, braucht man kein Geheimnis draus machen, wird sicherlich auch ein sehr, sehr interessantes Deckthema, habe ich mich bis heute noch nie so richtig mit beschäftigt. Die gute Martha ist auf jeden Fall auch eine Karte, die als Secret Rare erscheinen wird. Ob die dann wirklich so teuer werden wird, glaube ich jetzt tatsächlich nicht, weil die Chase-Karten sind auf jeden Fall andere. Hängt aber auch ein bisschen davon ab, wie unser Format sich entwickelt. Wenn Exorcist dann natürlich am Ende das Deck sein wird, was gegen die Metadecks spielt, kann es natürlich sein, dass die Karte hier am Ende noch ein bisschen teurer wird. Aber ich glaube, über die Spielstärke der Karte brauchen wir uns nicht unterhalten. Die specialt einfach ein anderes Exorcist-Monster aus dem Deck. So what? Ich glaube, mehr brauche ich da nicht dazu wirklich nicht sagen. Ansonsten, wenn ihr es nochmal genau wissen wollt, dann könnt ihr euch die Karte hier nochmal durchlesen. Enabled natürlich auch noch über XC-Monster-Effekte wirklich gute Sachen, bin ich jetzt aber noch nicht so drinne. Deswegen, aber ja, für die Vollständigkeit muss man diese Karte erwähnen. Keine schlechte Karte. Und dann haben wir Kurikara, keine Ahnung, wie sich das andere Krams ausspricht. Und das ist eine Karte, die habe ich mir relativ lange durchgelesen, habe mir erstmal so gedacht, okay, es ist halt ein Kaiju, mehr oder weniger, aber nur auf die Effekte von aktivierten Monstern, die der Gegner gemacht hat und damit könnt ihr die quasi alle tributen. Weiß ich noch nicht so recht, was ich von halten soll. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Karte in weiteren Formaten irgendwann ihre Relevanz bekommen wird, aber ich glaube noch nicht im nächsten. Ich glaube, das nächste Format ist jetzt nicht gerade gut für diese Karte, aber ich denke, das ist definitiv eine Karte, die man sich einfach mal ranholen sollte. Legt die euch weg, so ein Playset, die wird am Ende nichts kosten, aber eventuell wird die irgendwann mal in irgendeinem Format wirklich eine Chase-Karte und dann seid ihr froh, dass ihr die Karte zu Hause habt. Also ich denke, die liest sich jetzt erstmal nur so lala, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die irgendwann mal in irgendeinem Format, wie gesagt, ihre Relevanz bekommt. Ist halt zusätzlich in der Endphase nochmal eine Reborn von eins der Tribut angebotenen Monster. Also ich denke, ist nicht wirklich verkehrt, aber ja,
weiß ich nicht, kann ich noch nicht so viel zu sagen. Schreibt mir dazu eure Meinung auch gerne mal in die Kommentare. Dann kommen wir zu einer wirklich sehr, sehr interessanten Supportkarte für sämtliche Decks, die auf Stufe 3 Monster zurückgreifen. Allerdings muss man hier sagen, leider braucht die Karte 3 plus Level 3 Monster. Das heißt, 3 Stück sind Minimum. Dafür hat es auch der Effekt dieser Karte allerdings in sich. Denn diese Karte kann so oft angreifen, wie sie letztendlich Monster als XC-Material hat und bekommt während jedem Damage-Step, das heißt theoretisch dreimal pro Spielzug möglich, 200 Angriffspunkte gutgeschrieben. Das heißt, das Ding ist eine unfassbare OTK-Maschine, ist gefühlt alleine ein OTK, fehlt noch ein bisschen was, aber gleichzeitig kann die Karte eben auch noch Monster-Effekte negieren und zerstören. Ist natürlich nur once per turn möglich, aber ich denke wirklich keine schlechte Karte. Ich meine, in welchen Decks wird das vielleicht gespielt? BA, Phantom Knight fällt mir da ein, Scareclaw sind alles, denke ich, Möglichkeiten, wo so Stufe 3 Monster hier zum Einsatz kommen könnten. Also ich denke definitiv keine schlechte Karte. Aber jetzt auch nicht irgendwie ein Monster, was mega teuer werden wird. Kostet vielleicht auch ein paar Euro und da kann man sich das Ganze gut weglegen. Außer wir finden jetzt wirklich sofort ein Deck, wo das Meta-Impact wie Sau hat. Aber das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Deswegen Ashura King auf jeden Fall auch eine interessante Karte. Und dann haben wir Instant Contact. Das ist auch eine Karte, da könnte man jetzt sagen, okay, wir haben vergleichbare Karten schon im Spiel wie die Ready Fusion und die sieht auch kein Play, weil die Karte ist basically einfach eine Instant Fusion für einen Elementarheldenmonster oder Neospatian Monster für 1000 Life Points und naja, da gibt es auf jeden Fall ein paar ganz nette Targets, die man damit holen kann. Ich finde es halt interessant, dass die Karte sagt, ja, Special Summon 1 Level 7 or lower. Das heißt, theoretisch ist man ein bisschen flexibler, das heißt, man kann vielleicht auch Blaze machen into Baroness, das heißt, man nimmt einen Stufe 7 Monster, dann nimmt man noch einen 3er Tuner und schon hat man eine Baroness auf dem Board oder vielleicht auch gerade Overlays auf Stufe 7. Ich glaube, das enabled schon nochmal einige Möglichkeiten, ob die Karte dann im kommenden Format schon Play sehen wird. Das mag ich jetzt erstmal bezweifeln, aber ich denke, das könnte so ein Sleeper sein, wie damals Small World, denn wenn wir uns erinnern, Small World, wo die rauskam, wer irgendwie hat es keinen so richtig juckt, wurde nicht gespielt und mittlerweile ist Small World eine wirklich gute Meta-Staple geworden, die in einigen Decks zum Einsatz gekommen ist und ich kann mir gut vorstellen, dass das hier irgendwann auch passiert, aber ich glaube auch, das kommende Format ist da noch nicht der richtige Zeitpunkt, ist auf jeden Fall eine Secret Rare, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt ziehen möchte, aber ich denke auch, das könnte eine interessante Karte werden, die vom Preis wahrscheinlich auch gar nicht so günstig werden könnte, weil das ist eine Hero-Karte, das darf man nicht vergessen, das heißt, es ist wirklich eins der Fan-Favorite-Deck-Themen, was wir im Spiel haben. Und gleichzeitig sogar noch eine spielstarke Karte, die in sämtlichen Combo-Decks zum Einsatz kommen könnte. Deswegen, ja, gefährlich, würde ich mir auf jeden Fall das Playset auch mal weglegen. Kann irgendwann mal wirklich eine richtig, richtig teure Karte werden. Eure Meinung ist auch hier gefragt. Und dann haben wir Artemid Slay. Jetzt kommen wir zu den etwas besseren und interessanteren Karten. Und ich glaube, hier brauche ich euch dann auch nicht mehr so viel erzählen. Ich glaube, die meisten davon, die kennt ihr schon, weil das Internet ist aktuell voll geflutet von diesen Top-Karten. Artemid Slay ist eine Karte, wo der Gegner nicht mit Monster-Effekten in Response reagieren kann. Und die Karte ermöglicht es uns, einfach ein Extra-Deck-Monster auf den Friedhof zu senden. In dem Fall Fusions, Synchro, XY, Pendel oder Link. Und dann dürfen wir eben das entsprechende Target beim Gegner auf oder ins Deck zurückgeben. Sehr gute Karte, kann natürlich abused werden mit sämtlichen Fusionsmonstern. Wir haben zum Beispiel eben schon mal drüber gesprochen, eine Entis ist eventuell eine Möglichkeit, dann auch der neue Garura oder Garua, wie das Ding heißt, dieser Vogel, der uns eine Karte ziehen lässt. Also ihr wisst oder ihr seht direkt, da gibt es einiges, was man an Faxen damit machen kann. Unter anderem ist ja auch die Trouble Sunny bei den Evil Twins zum Beispiel ein gutes Target, was auch gespielt wird im OCG. Wird auch in Deck-Varianten gesplashed. Also ich glaube, über die Spielstärke dieser Karte brauchen wir uns nicht groß unterhalten. Und hier muss man auch sagen, an sich ist das eine Karte, die könnte richtig Impact haben. Die Frage ist nur wann. Ich meine, bei Crossout Designator haben wir es alle gesehen, die ist bis heute nicht richtig bei uns angekommen. Die war immer mal wieder kurz da und dann war sie auch schon wieder weg. Nur muss man sagen, war Crossout Designator halt ein Stück weit auch immer darauf gebunden, dass der Gegner die gleichen Karten spielt wie man selber. Und das ist halt hier jetzt eben nicht der Fall. Und ich denke, Artemid Slay ist eine wirklich gute Side-Deck-Karte, wo ich mir schon vorstellen kann, dass diese Karte sich als Side-Deck-Staple etablieren wird. So ein bisschen wie Droplet vielleicht früher, wo die noch in sämtlichen Side-Decks gespielt wird. Und ich glaube, das wird auch eine sehr teure Karte. Ich denke, zu Release vielleicht 50 Euro, wird dann aber wahrscheinlich runtergehen auf 30 Euro, weil die Karte eventuell im nächsten Format noch nicht so viel Play sieht. Aber unfassbar gute Karte. Ich glaube, mehr brauche ich dazu dann auch nicht mehr sagen. Und ja, dann kommen wir zu den themeninternen Karten. Das ist hier einmal der Field Spell, der Tier Elements
Und ja, hier im Detail möchte ich euch keine Empfehlung aussprechen, denn am Ende müsst ihr wissen, welches Deck ihr spielen wollt. Und das werden auf jeden Fall keine günstigen Karten, denn ja, das zum Beispiel ist hier die Secret Rare, die auf jeden Fall gut ist, ist eine der Searcher für Tier-Elements, die sucht auf Aktivierung eben ein Tier-Elements-Monster oder Visa Starfrost. Zusätzlich hat sie noch einen guten Mill-Effekt, also ich denke, eine Karte, über die wir nicht viel sprechen müssen, die ist wirklich sehr, sehr gut. Nur überlegt euch wirklich gut, ob ihr so viel Geld am Ende ausgeben wollt. Und genau das gleiche gilt für die Kit Carlos, allerdings ist die wahrscheinlich nicht so teuer, ist eine Ultra Rare. Ich kann euch noch nicht sagen, wie teuer die wird, ist wirklich fast uneinschätzbar, muss ich sagen, kann ich wirklich nicht einschätzen. Falls ihr irgendwie sagt, ja okay, vielleicht habe ich schon eine Preisvorstellung, ich könnte mir vorstellen, die kostet so und so viel, dann schreibt mir das gerne mal, aber wird halt auf jeden Fall auch eine sehr wichtige Karte, weil die eben die zusätzlichen Puzzleteile für das Tier-Elements-Deck-Thema sucht, denn zum einen kann die Karte einen Mill-Effekt noch mehr ermöglichen und zum anderen sucht sie euch eben noch was auf die Hand, was auf jeden Fall für dieses Deck-Thema auch sehr, sehr wichtig ist. Deswegen, ja, eine der wichtigeren und eine der besseren Karten. Und Tier-Elements Rhinoheart ist dann die letzte im Bunde von den Tier-Elements-Deck-Thema, die ich euch hier nochmal speziell vorstellen möchte. Ich meine, es gibt auch noch viele gute Comments von diesem Deck-Thema, die ich jetzt hier nicht aufgeführt habe, aber sonst wird das Video noch länger gehen. Und ja, if this card is normal or special summoned, you can send one Tier-Elements Monster from your deck to the graveyard. Und genau das ist das, was dieses Deck machen möchte, denn im Friedhof triggern diese Tier-Elements und können dann ihren Effekt zum Fusionsbeschwören im Friedhof letztendlich benutzen. Und da ist die Rhinoheart sicherlich eine der besseren Karten. Ist übrigens auch eine Ultra-Rare, die wir auch in meinem Opening ziehen konnten. Ist auch die letzte im Bunde, die ich, wie gesagt, heute zu Tier-Elements vorstelle. Auf jeden Fall auch eine sehr gute Karte. Ob ich mir das, wie gesagt, dranholen möchte, hängt dann davon ab. Ist auf jeden Fall kein Staple, außer man spielt das Deck eben selber. Und die letzten Karten sind dann eben nochmal Sprite-Karten. Und ich glaube, die möchte ich euch dann auch im Detail nicht nochmal vorstellen. Wir haben über Sprite auf jeden Fall schon einiges gemacht. Zum einen haben wir auf das Video reagiert mit den Raritäten. Zum anderen habe ich schon ein komplettes Video über Sprite gemacht, wo ich euch wirklich alle Effekte erklärt habe. Verlinke ich an dieser Stelle nochmal. Da könnt ihr gerne nochmal reinschauen. Und ansonsten, ihr könnt ja auch alle lesen. Auf jeden Fall Sprite-Starter. Sicherlich die Karte des Sprite-Deck-Themas. Denn die Karte ist quasi ein E-Teleport, der euch ja direkt ins Spiel bringt, also wirklich sehr, sehr starke Karte. Und dann haben wir noch Sprite Blue, ist übrigens die Secret Rare. Und wenn wir hier schon mal für die Vollständigkeit, das wird eine Ultra Rare, Sprite Starter, also wirklich, wird wahrscheinlich eine teure Ultra Rare werden. Ich denke, 20, 25 Euro sind vielleicht gar nicht so unrealistisch bei der Karte, leider. Aber lassen wir uns wirklich überraschen. Und dann haben wir hier Sprite Blue. Da kann ich euch auch noch nicht sagen, wie teuer das Ding wird. Hängt davon ab, wie viele Leute das Deckthema spielen wollen. Wird auf jeden Fall nicht günstig, das Ganze. Deswegen, wie gesagt, überlegt euch das wirklich sehr, sehr gut. Ist der Searcher des Decks, kann sich einfach so von der Hand specialen. Und dann haben wir Sprite Elf. Wirklich sehr, sehr starkes Link-Monster. Ist eine Reborn als Quick-Effekt. Und gleichzeitig auf das, was es zeigt, ist nicht mehr targetbar. Also auch ein Link-Monster völlig auf Crack. Und dann haben wir noch Gigantic Sprite, der specialt euch letztendlich einfach eins eurer Stufe 2 Monster aus dem Deck. Haben wir, wie gesagt, ausführlich schon drüber gesprochen. Brauche ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Einfach absolut dumm. Und gleichzeitig kann man die Karte auch XY beschwören mit einem Link-Monster. Und dann hat die Karte 3200 Angriffspunkte. Das heißt, Richtung OTK hilft der euch da auch noch ein bisschen. Und ja, das waren alle Karten, die ich als die Top-Karten aus Power of the Elements ansehe. Sollte ich was vergessen haben, schreibt es mir in die Kommentare. Können wir uns gerne noch ein bisschen austauschen. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.